Okay. Nicht, dass sich der Eindruck bildet, wir würden uns nur um diese Ecke kümmern da. Der Herr stand vorher ganz da hinten, ist aber jetzt dran. Und dann ist als nächste die, mir die Name ist nicht dran, weil sie gefallen gegangen ist. Nee, da hinten. Das kommt danach. Okay, jetzt Sie. Okay, ja, der Herr ist nochmal der Herr aus Köln. Hallo. Ich habe mich tatsächlich von hinten mittig nach der vorne rechts bewegt, hat aber nichts mit meiner politischen Ausrichtung zu tun, ändert sich dafür nicht. Und zwischen mir und zwischen dem, was ich sagen wollte, wo ich mich gemeldet habe, und jetzt liegen drei Redner, also ein ganz kleiner Themensprung. Wir kommen nochmal auf etwas, was ich gerade soeben von Bergisch Gladbach gehört habe. Der Sportverein, ein bisschen aus der Praxis, aus der politischen Diskussion, im Gespräch, was ich mache, wenn ich angesprochen werde. Der Sportverein Ommerborn Sand hat gerade mal seine Sporthalle verloren, weil am Wochenende auf Beschluss 380 Flüchtlinge dort einquartiert werden. Und weil die dort einquartiert werden, stehen die Duschen und Toiletten auch für die nicht mehr zur Verfügung, die auf dem Sportplatz sonst Fußball spielen. Und das sind diverse Fußballvereine und eine Fußballerin davon ist eine persönliche Bekannte, alleinerziehend mit einer kleinen Tochter, und die hat mir das völlig erbost mitgeteilt. Und wie ich denn als AfD-Politiker dazu stünde und ob man da nicht mal was machen sollte. Ich habe dann daraufhin erstmal geantwortet mit dem Wahlplakat aus dem Jahr 2013, wo drauf stand, wir brauchen eine geordnete Zuwanderung, und hätten wir die, dann wären diese Zustände in diesem Umstand nicht eingetreten. Das war das Erste, was ich gesagt habe. Das Zweite, was ich gesagt habe, ist, wir haben die Leute aber aufgrund dieser verfehlten Politik nun einmal im Land, und es sind Menschen. Und die können wir jetzt nicht auf die Straße werfen oder irgendwo liegen lassen und uns gut um die kümmern. Das heißt, wir müssen jetzt mit den Problemen, die andere uns bereitet haben, erstmal arbeiten, aber ohne Zweifel hätten wir es natürlich gerne anders. Das kommt an, das kann man den Leuten sagen, das verstehen wir auch. Und das ist eigentlich das, was mir zu dem auch wichtig ist. Okay, ich kann auch ganz kurz was besonders. Ich glaube, das ist auch ein Punkt. Wir müssen einfach in der Diskussion darauf eingehen, dass wir den Politikern das Versagen vorwerfen. Versagt haben nicht die Leute, die zu uns gekommen sind, aus welchen Gründen auch immer, sondern diejenigen, die das zugelassen haben. Das ist das Thema. Aus dem Grunde gehören aus meiner Sicht Demonstrationen nicht vor Flüchtlingsheime, sondern vor Rathäusern. Und das können wir unseren Mitbürgern auch klar machen. Das ist der eine Punkt, dann war die Dame hinten rechts als nächste dran. In der Mitte da. Nachdem ich feststellen kann, dass Ingo Schumacher gerade das gesagt hat, was ich auch sagen wollte. Danke. Das ist für mich geht die Debatte immer um den heißen Brei herum. Als damals die Geschichte in Wedel war, die Auseinandersetzung mit Islamisten, da habe ich etliche Leserbriefe gesehen, es waren sehr viele, die sagten, so, wo ist jetzt eine Partei, irgendeine Gemeinschaft, die uns unterstützt, die wir da wohnen und immer damit konfrontiert werden. Und sie wandten sich an die AfD und bekamen keine Antwort. Das habe ich von damals in Erinnerung, 2013. Das ist das eine. Das zweite ist, der Herr vorhin sagte, warum treten wir nicht anders auf? Ich lese immer davon, die Stärke des Islam ist die Schwäche des Westens. Wir sind in erster Linie Bürger. Und ich bin mit meinen Werten deshalb zu dieser Partei gegangen, weil ich sie dort vertreten sah, beziehungsweise angesprochen. Ich bin erstmal Bürgerin des Islams. Und ich werde immer angesprochen, wenn man weiß, ich war AfD-Kandidatin, was macht jetzt Ihre Partei zu diesem Problem? Was sagt Ihre Partei? Was soll ich antworten? Da sage ich, stehen Sie doch bitte selber auf und sagen Sie Ihre Meinung deutlich. Ich sage es auch. Wir sind Bürger, wir dürfen unseren Mund aufmachen. Und wenn ich denke an diese vielen Dinge, Winterfest hatten wir selber, Winterfest. Warum stehen die Bürger nicht auf? Warum sagen Sie es nicht Ihren Nachbarn? Warum lassen Sie es das bieten? Es war immer ein Weihnachtsfest. Und da gibt es unendlich Beispiele. Und da meinte ich, es ist nicht in erster Linie die AfD, sondern wir als Bürger. Und da plädiere ich an Sie, einfach sich zu trauen. Okay, jetzt nochmal hier in der zweiten Reihe nochmal der Herr aus Bergisch Gladbach.
Nochmal Wolf Koch, meine steirische Kreis. Also ich möchte mal daran zweifeln, dass es immer so möglich ist, zwischen Landes- und Bundespolitik so scharf zu unterscheiden, wie das hier geäußert worden ist. Einfach deshalb, weil wir auf der Straße von den Bürgern andere Fragen gestellt kriegen. Wir kriegen nicht die Fragen, die gerade zu der Wahl anstehen, sondern die Menschen fragen einfach, wie steht ihr zum Islam oder zur kirchlichen Politik? Und da können wir uns nicht ausreden. Ja, das ist Bundespolitik oder da haben wir jetzt, das steht zu dieser Wahl nicht an. Also von daher gesehen möchte ich mal dafür plädieren, auch den untergeordneten Gliederungen, sprich den Kreisen, möglichst schnell auch Argumentationshilfe zu liefern. Ja? Das heißt also mindestens so etwas wie ein vorläufiges Programm, an dem wir uns orientieren können, damit wir sehen, aha, das ist also jetzt kompatibel, da steht das Land dahinter oder auch meinetwegen der Bund. Und das muss jetzt nicht. Das muss jetzt nicht von 20.000 Mitgliedern abgestimmt sein, sondern das muss eigentlich möglichst schnell verfügbar sein und natürlich so weit ausgereift, dass wir wissen, also da verbrennen wir uns jetzt nicht unnötigerweise die Finger dran. Also von daher denke ich mal, sowas brauchen wir, denn der Wahlkampf, der beginnt morgen. Ja. Der hat schon begonnen. Nee, ganz wichtiger Punkt dazu, was glaube ich gar nicht oft genug genutzt wird, auf der Bundeshomepage beispielsweise werden sämtliche Presseerklärungen, die der Bund rausgibt, aktuell veröffentlicht. Ist also für die eigene Argumentation vor Ort ganz wichtig, diese Sache auch mal zu lesen. Da ist man auf dem Laufenden, wie die Beschlusslage da ist im Moment. Ist also ganz hilfreich, wenn man das dann auch bei den Treffen im Kreisverband mal anspricht und sagt, okay, das Thema ist in letzter Zeit aufgekommen, da geht es die und die Stellungnahme zu. Das ist also schon ganz hilfreich. Vielleicht erzählen wir uns noch kurz, was das zu sagen will. Ich habe mit Frau Petri genau über dieses Thema heute gesprochen, weil wir festgestellt haben, dass das eben ja, die Öffentlichkeit verlangt danach. Wir kommen an dem Thema gar nicht vorbei. Und das ist ein wichtiges Thema. Wir wären auch irre, es nicht für uns zu nutzen politisch. Das ist auch vollkommen klar. Weil wir die Einzigen sind, die überhaupt noch mal Ansätze von Lösungen versprechen können. Lösungen, glaube ich, da müssen wir auch ehrlich bleiben, haben wir als AfD auch nicht. Dafür ist die ganze Situation, was das Thema Asyl und Zuwanderung betrifft, auch wirklich zu sehr schlicht die Kürze drin. So, ich habe aber versprochen, dass ich dazu was schreibe. Ich habe mir aber erlaubt, jetzt erstmal für knapp 2 Wochen tatsächlich auch in Urlaub zu gehen, nach Donnerstag. Danach habe ich mir versprochen, liefere ich mir was zu dem Thema und dann denke ich, wird das auch wenn wir das von Bundesebene aus nach unten verteilen, vorläufig zumindest mit so ein paar Kernthemen, Kernpunkten. Ja. Und dann vielleicht noch ein Hinweis zu den Programmbeschlüssen in NRW. Kennt das jeder? Weiß jeder, wie er über die Landeshomepage zu diesem Programm kommt, das in den Rahmen beschlossen hat? Indem Sie die Startseite aufrufen und dann gibt es eben NRW-Programm und da stehen dann eben fachpolitische Sprecherköpfe für Ideen und dort finden Sie dementsprechend diesen Link zu diesem PDF. Aber es geht ja darum, was da drin steht, dass das ja. Natürlich muss das ausgearbeitet werden, keine Frage. Aber um vielleicht nochmal kurz den Brückenschluss zu schlagen, das Ganze steckt jetzt praktisch fast 4 Monate in der Schublade und war nicht angepackt. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich eben Zugriff drauf hatte und selbst eben jetzt auch die Berechtigung habe auf dieser Landeshomepage, da ist ja vorher auch weggerufen worden, war es das Erste, was ich gemacht habe, das sofort zu veröffentlichen. Unter anderem eben auch aus diesem Hintergedanken, dass nicht plötzlich jemand aus einer Omega-Delta-Gamma-Version um die Ecke kommt und sagt, hier, wir waren die Ersten, wir sind es. Da, wo AfD draufsteht, ist auch AfD. Okay, Mario, vielen Dank. Nächste Frage, Herr Heiner, der dritten Reihe ganz außen. Ja, Heiner, also an die Mettmann. Liebe Parteifreunde, wir drehen uns ein bisschen um das Thema Islam. Das scheint ja nun doch mehr oder weniger fast alle zu bewegen. Ich möchte in dem Zusammenhang
den Vorschlag machen. Solange wir keine definitive Regulierung durch die Landespartei oder auch die Bundespartei haben oder in der Programmatik festgeschrieben haben, lassen Sie uns doch einfach bei der Standardformulierung bleiben. Bei uns im Lande kann jeder nach seiner Fasson selig werden. Aber Maßstab für alle Dinge ist und bleibt unser Grundgesetz. Daran haben sich alle Religionen in diesem Lande zu halten. Und was wir einfordern müssen, ist, dass das, was durch unser Grundgesetz vorgegeben ist, von der Politik durchgesetzt wird. Sie müssen ja die Sensibilität dieses Themas sehen, mit dem wir uns bewegen. Wenn Sie dieses Thema Islam ein bisschen noch anspitzen möchten, dann tun Sie es bitte von der rechtlichen Seite. Sie wissen, wir haben in Deutschland auch eine große israelitische Gemeinde. Und der Präsident dieser Gemeinde sah sich vor einigen Wochen genötigt, seine Glaubensbrüder davor zu warnen, in bestimmten Stadtvierteln Deutschlands, in Berlin, in Dortmund, sich äußerlich durch das Tragen der Kippa als dem Judentum zugehörig zu erkennen zu geben. So, und meine Damen und Herren, hier in diesem Punkt kann uns niemand widersprechen. Wir alle, die wir hier sind, wissen, dass wir gegenüber unseren jüdischen Mitbürgern in diesem Land eine besondere Verantwortung haben. Und es kann nicht sein, dass diese jüdischen Mitbürger heute in unserem Land sich nicht mehr frei in unseren Städten bewegen können. Und hier ist unser Justizsystem und hier ist unser Rechtssystem gefordert, dies durchzusetzen. Der nächste ist Andreas Hartmann von außen. Vielleicht kurz eingreifen. Also, man kann sich da hier melden. Woher Sie kommen, es ist völlig wurscht, was Sie für eine Religion angehört. Ich finde, in diesem Land hat jeder Anrecht darauf, behütet und gesund nach Hause zu kommen. Und zwar völlig unabhängig, ob er Moslem ist, ob er Jude ist. Und welche geschichtliche Verantwortung Sie mir, der 1979 geboren ist, heute noch andichten wollen. Nein. Ich hätte vorhin so ein bisschen gehört, dass unheimlich viele Leute total gerne was machen wollen würden. Es gibt zurzeit unheimlich viele Bürgersprechstunden, wo Sie Informationen nicht aus der Zeitung erfahren, sondern wo Sie einfach hingehen können. Zum Beispiel war letzte Woche in Jülich eins, wo der Bezirkspräsident die Aufnahmekapazitäten in Jülich, da sind wohl 800 Flüchtlinge gekommen. Wenn Sie da hingehen, nicht ich bin von der AfD, sondern sich einfach hinsetzen mit einem Blog und einfach mal aufschreiben, was die Leute, die da sprechen, bewegt, dann ist das vielleicht wesentlich sinniger, als wenn Sie zu Hause vor dem Photoshop sitzen und sich überlegen, was Sie auf so eine blaue AfD machen, für einen hammerharten Slogan machen. Das sei denn, Sie sind Werbekaufmann. Das wäre mir vielleicht ganz wichtig. Das gibt es überall. Ich weiß gar nicht, wo Sie herkommen, Herr von Lehen. Genau das, was Sie sagen, machen können. Ich bin Psychologe, der vor Ort arbeitet. Herr von Lehen, bitte der Reihe nach. Aus Bonn. Das gibt es in Bonn, das gibt es nächste Woche wieder in Düren. Also, das gibt es überall. Und das finde ich halt viel, viel sinniger als, wie gesagt, irgendwelche Plakate oder irgendwelche Demonstrationen. Oder irgendwelche Demonstrationen. Wollen wir nicht bei der normalen Form bleiben, wie wir so gesehen haben? Kriegen wir auch hin. Und das finde ich auch viel, viel sinniger als vielleicht Demonstrationen vor Rathäusern, weil ich mit dem Dürener Bürgermeister gesprochen habe. Der ist auch sehr unglücklich darüber, aber der kann halt wenig daran ändern, weil der kriegt es auch nur vom Land, nämlich vom Jäger zugeteilt. Der würde es auch sehr anders machen. War dieses Mal der letzte Satz. Okay. Dann kommt jetzt der Herr in der zweiten Reihe, dann die Dame ganz hier. So, mein Name ist Hans-Peter Zechner, ich habe mich vorhin vorzustellen. Was mich ein bisschen irritiert jetzt ganz stark, das ist offensichtlich, das ist auch schon erwähnt worden, dass wir uns im Kreis drehen. Wir haben einmal die Thematik gegenwärtiges Asyl und Muslime oder ich weiß nicht was, oder jüdisch oder wie auch immer, was dazu Frau Petri gesagt hat, ich war auch Parteitag, ich weiß das ganz genau, ich habe dem gut zugehört, aber ob uns das ausreicht, für uns als Argumentation, das weiß ich nicht. Wenn ich das richtig gehört habe, suchen wir alle noch irgendwo nach, nämlich nach dem, was wir eigentlich selber vertreten können. Wie
Vielleicht haben wir ja schon unsere eigene Meinung, aber was sagen wir dem, der sich vor uns aufbaut oder der uns vielleicht noch provoziert? Oder wenn wir gefragt werden, was ist denn die Haltung der Partei? Was sagt denn die Partei? Da tue ich mir persönlich sehr schwer. Da muss ich erstmal seitenlang lesen, recherchieren. Ich kann mich an Dinge erinnern, aber ich habe nichts von mir liegen, gesagt, aha, das war so und so. Das ist also die Richtlinie. Dann haben wir das andere, die Programme, wo wir uns auch schwer tun, da kommt ein Kreis und noch ein Arbeitskreis und dann noch ein Bund und dann irgendwo was und dann kommt Vorschlag, das könnte man ja untereinander vernetzen. Wo wollen wir eigentlich darauf hinaus? Ist das nicht auch da wieder der Fall, dass wir mit einer Stimme sprechen wollen oder uns über einen Programmpunkt unterhalten wollen? Oder den sogar ermitteln wollen? Das, was mit diesen Dingen zusammenhängt, das möchte ich eigentlich ganz präzise irgendwo heute mit nach Hause nehmen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Wäre das nicht der Fall, müsste ich genauso mit der unendlichen Aussage von dem Herrn Dr. Fischer nach Hause gehen, die mich gar nicht befriedigt hat. Ich weiß, dass meine Partei jetzt in einem ganz miesen Licht steht und die Aussage ist einfach nur, da kann man nichts machen, das ist Privatsache. Ja, und hier ist das dann auch so, das sind ja Programme und da arbeiten wir dran. Mich würde erfreuen, wenn wir eine konkrete Zusage hätten, ich mache das und du machst das und als nächstes hört ihr von uns das und dann ist die Diskussion beendet. Danke. Okay. Vielleicht ganz kurz dazu. Also es gibt solche zeitlichen Abläufe, die wir im Übrigen schon im letzten Jahr in der Strategiekommission mal abgestimmt haben. Diese zeitlichen Abläufe sind ein bisschen durcheinander gekommen. Ja? Das sind alles relativ komplizierte Abläufe. Und zwar einfach deshalb, weil es nicht so einfach ist, 20.000 Leute mal eben auf einen Programmpunkt festzulegen. Einfache Frage. Die CDU, die gibt es ja jetzt schon ein bisschen länger. Wo steht die CDU beim Thema Asyl? Können Sie das ganz kurz in einem Satz zusammenfassen? Nee, können Sie nicht. Können Sie bei der SPD nicht, können Sie bei der FDP nicht. Können Sie bei einem anderen Thema, im Übrigen auch nicht. Und das ist das Problem politischer Parteien generell. Alle politischen Parteien, das hat unser großer Vorsitzender übrigens nicht verstanden gehabt. Deswegen weise ich nochmal darauf hin, weil der ja nicht so erfolgreich war. Jeder, der glaubt, er könnte eine Partei auf einen Programmpunkt festnageln und sagen, das ist jetzt die Position und die vertritt hier jetzt jeder, wird scheitern. Bei 20.000 Leuten gibt es ein Meinungsspektrum und das bildet diese Partei ab. Und sie werden nie sagen können, Programmpunkt so und so, AfD steht da, sondern die AfD steht da. Dazu, in dem Bereich. Und die CDU steht dazu. Oder gar nicht. Ganz kurz noch vor der nächsten Wortmeldung. Wir haben inzwischen 7 Minuten vor 9. Wir hatten gesagt, um 9 Uhr machen wir Schluss. Deswegen würde ich vorschlagen, 2 Wortmeldungen noch nach dieser nächsten jetzt mit den entsprechenden Antworten und dass wir dann den Abend zumindest im offiziellen Teil beenden. Ist ja keine Erzwungen, gleich nach Hause zu fahren. Sind vielleicht noch Wortmeldungen da von Leuten, die bisher noch nicht gesprochen haben? Möchte ich einfach mal der Fairness halber fragen. Einmal ganz da hinten links, dann haben wir noch eine. Da hinten rechts. Also dann sagen wir 3. Okay, können wir mit 3 leben? Dann ist aber auch die Rednerliste geschlossen. Okay, vielen Dank. Bitte. So, Schiri, Hennefer Urkreis aus Ennepetal. Ich bin im Sozialausschuss und im Schulausschuss im Rat der Stadt Ennepetal. Jetzt erstmal eine ganz kurze Frage. Lieber junger Mann, sind Sie muslimischen Glaubens? Nein. Habe ich jetzt gedacht. Ja, sehen Sie, das ist Alltag. Ist ja Moment. Moment. Ich möchte dazu nur eins sagen. Weil Sie das Jahr 1979 angesprochen haben, da sind Sie geboren. Ich kann Ihnen nur eins sagen. Ich habe mit vielen Muslimen gesprochen, die auch schon in dritter Generation hier sind. Und ich weiß auch von diesen Leuten, die haben gearbeitet, die ganze Woche lang, und sind dann freitags in ihre Moschee gegangen, haben gebetet, wo die Christen sonntags in ihre Kirche gehen, und dann war es gut.
Was ja so schlimm wurde, das ist seit ungefähr 20 Jahren, wird ja von Saudi-Arabien, ja von der Türkei, wird ja so sehr vieles gefördert, was wir heutzutage gar nicht hier haben möchten. Das nur mal dazu. Weil viele, ich glaube, alle Muslime, wie Sie auch schon anmerken, in einen Topf werfen. Und das dürfen wir nicht machen. So, jetzt was anderes. Weil man vorhin sagte, ja, wir müssen vor die Rathäuser gehen und da protestieren. Ich kann Ihnen nur sagen, aus meiner Arbeit im Sozialausschuss, die Stadtoberen sind auch mit dem allen nicht glücklich, was da kommt. Wir haben einen Angestellten in der kleinen Stadt Ennepetal, 30.000 Einwohner, der nur dafür zuständig ist, um Wohnraum, Heimplätze und so weiter für die vom Land, respektive vom Bund geschickten Leute zu suchen, einzurichten, zu machen und zu tun. Und deswegen verstehe, und deswegen kann ich Bayern verstehen, den Herrn Seehofer, der sagt, für die Leute, die nie ein Asyl hier bekommen würden, weil es keine Flüchtlinge sind aus Kriegsgebieten, die müssen eben dann wieder sofort zurück. Und diese Gelder, die wir für diese Leute aufwenden, die fehlen uns bei den richtigen Flüchtlingen. Und wenn wir daran denken, dass Frau Merkel in ihrer letzten Rede mit diesem Flüchtlingsmädchen, die diesem Mädchen gesagt hat, wir können nicht alle aus Afrika aufnehmen. Wir haben das extra aufgenommen zu Hause per Fernseher, damit wir sagen. Das war ein gutes Schlusswort für die. Ja, genau. Dann müssen wir aber überlegen, dass die CDU uns jetzt schon wieder die Themen möchte. Das wollte ich damit nur gesagt haben. Dann links an der Wand nach außen. Was der Kollege gesagt hat, Blick auf ein Detail. Detailkenntnisse auch bei Begrifflichkeit. Das hat ja was mit Schulung zu tun. Wir haben ja noch genügend Zeit. Vielleicht gelingt es Ihnen auch, so einen Schulungsmechanismus zu initiieren, dass diejenigen Leute, die mal Kandidaten werden wollen oder dann Kandidaten werden werden, plus der Leute, die regelmäßig am Stand stehen, dass die Gelegenheit haben, durch Experten aller möglichen Art, vorher geschult zu werden auf spezifische Dinge. Das hilft ungemein. Ein kleiner Effekt kann mehr bewirken als viele Worte. Warum die letzte Bemerkung? Eine Dame hat vorhin gesagt, was unheimlich viel Sinn macht und was ich bisher getan habe, obwohl ich immer vergeblich versuche, die AfD einzutreten, daran können Sie sehen, dass sie mich nicht funktionieren. Ich sage nicht, dass ich sozusagen in die AfD eintreten will, ich unterhalte mich mit den Leuten über Themen und wenn wir richtig schön im Gespräch sind und ich feststelle, wir kommen zueinander, wir respektieren uns, dann hat von mir den Eindruck, ein ganz interessanter und vernünftiger Mann, dann erwähne ich, dass ich mit der AfD zu tun habe, dann ist der Köder geschluckt. Und das ist eine sehr raffinierte Methode, um einfach durch persönlich gewinnendes Auftreten für die Sache zu lernen und das Tor aufzumachen und manches Vorurteil zu brechen. In dem Sinne, schönen Abend, mir hat es gut gefallen. Danke, Herr von Gehl. Und dann sehr ausgefesselt. Erstmal wollte ich Ihnen offiziell einen Punkt richtig zustimmen. Sie haben völlig recht. Wir können programmatisch nicht von den Parteien erwarten, dass sie Lösungen anbieten. Das ist völlig unmöglich. Sie kann es besser formulieren als ich. Es ist so, hier können wir Akzente setzen. Was, worum es mir geht, ist, und warum die AfD für mich interessant ist und sein kann, ist, dass ich das Gefühl habe, dass hier ernsthaft unter Fachleuten darüber gesprochen wird. Und ich gebe zu, das kann man nicht immer große Dinge machen. Das sind die Gefühle auch meiner eigenen durchaus sehr nah. Ja, gebe ich zu. Ich musste eben auch werden, weil er ein Mikrofon hatte, nicht ganz. Ist mir klar, aber in kleinen Kreisen kann man sehr vernünftig über Dinge sprechen. Ich bin nämlich fest davon überzeugt, dass auf Dauer die Wählbarkeit einer Partei, egal welches ist, davon abhängt, ob sie dieses Problem, Flüchtlinge und Islam, in einer Weise löst, mit der die Bevölkerung leben kann. Und die Bevölkerung kann, die Mehrheit der Bevölkerung kann im Augenblick nicht damit leben. Ich möchte Ihnen noch sagen, ich muss jetzt nicht irgendwo hingehen, um vor Ort mehr mich zu informieren. Ich arbeite selber vor Ort. Und die Zeiten, wo ich polemisch diskutiere, diese Fragen sind vorbei. Ich möchte jetzt unter Fachleuten wissen.
persönlich wieder interessant. Ich bin Helge Seifert aus dem freien Siegkreis. Ich möchte die Gelegenheit benutzen, Herrn Frenzel besonders auch anzusprechen. Ich bin in die AfD gegangen, eigentlich wegen der katastrophalen Euro-Rettungspolitik, die im Moment ja einen weiteren negativen Gipfel hat mit dem dritten Paket. Aber auch, weil mit der Politik hier in Nordrhein-Westfalen überhaupt nicht einverstanden bin. Und ich habe keine Funktion in der Partei, sondern bin gewöhnliches Mitglied, interessiere mich über Internet und alle Möglichkeiten, was über die AfD bekannt wird. Ich muss sagen, die AfD hat in Nordrhein-Westfalen aus meiner Sicht überhaupt keine Stimme. Sie hat überhaupt keine geachtete, wichtige Persönlichkeit, die Botschaften mitteilen kann, die gehört werden und die beachtet werden. Und das finde ich ganz schlimm. Sie haben Zettel als Vorsitzender, haben sich aus meiner Sicht nach Brüssel sind sie abgetaucht. Sie haben sich sehr gekümmert um die Aktion Lucke weg, geht mir rein. Aber in Nordrhein-Westfalen ist überhaupt nichts mehr rausgekommen. Und ich finde es schlimm, dass eine solche Frau Kraft ohne jeden Widerspruch aus der AfD rumwurzeln kann. Ich finde es schlimm, dass ein Finanzminister Borjans schon dreimal verfassungswidrige Haushalte gebracht hat, dass Frau Lörmann eine ganz furchtbare Bildungs- und Schulpolitik. Inzwischen ist leider der Herr Lindner von der FDP, den wir eigentlich überwinden wollten, die einzige Opposition in Nordrhein-Westfalen. Und das finde ich ganz schlimm. Und meine Idee ist, dass bei der nächsten Vorstandswahl jetzt hier Landtagswahl, bei dieser nächsten Wahl jetzt im August, wirklich mal bedeutende Persönlichkeiten für einzelne Themen gewählt werden und auch herausgestellt werden. Medial veranstaltet. Okay. Vielleicht kann ich das mal ein bisschen versuchen, Ihnen eine Antwort zu geben. Also, ich glaube, zu den Top 5 genannten AfD-Politikern in Deutschland gehöre ich in der Presse. Dass wir in Nordrhein-Westfalen in der Öffentlichkeit nichts machen, ist einfach nicht wahr. Es gibt, ich glaube, gerade zum Thema innere Sicherheit versendet die AfD, die Landes-AfD, jede Woche, ich würde sagen, 2 Pressemitteilungen. Ja, sie kommen nicht an. Und ich kann Ihnen auch sagen, warum die nicht ankommen. Die kommen nämlich in Baden-Württemberg nicht an, in Rheinland-Pfalz nicht, in Bayern nicht, in Hessen nicht, in Schleswig-Holstein nicht, in Brandenburg kommen sie an, in Sachsen kommen sie an, in Thüringen kommen sie an. Sie merken was. Wenn sie im Land, in Mecklenburg-Vorpommern kommen sie nicht an, weil wir da keine Landtagsfraktion haben. Sie kommen mit Landesthemen, und das ist, also das müssen Sie mir jetzt nicht glauben, das liegt nicht nur an der Unfähigkeit des Landesvorstandes in Nordrhein-Westfalen, auch selbstverständlich, das ist klar, aber die anderen sind genauso unfähig. Und vielleicht, Sie merken meinen Sarkasmus, liegt es auch daran, dass es bestimmte Mechanismen in der Presse gibt. Wenn Sie im Landesparlament nicht vertreten sind, dann kommen Sie in der Presse mit Landesthemen nicht vor. Und ich will es Ihnen mal ganz deutlich sagen, genau genommen, aktuell, wenn Sie mich fragen, ist jede Pressemitteilung zum Thema innere Sicherheit in Nordrhein-Westfalen verschwendete Energie, weil diese Dinge schlicht versickern. Es ist leider fast, es tut mir fast leid für die Arbeit, die insbesondere Frau Zillissen zu diesem und anderen Themen leistet. Wir kommen nicht durch. Es ist so.
Wir kommen zu europäischen Themen, kommen wir vor, weil wir im Europäischen Parlament sitzen. Wir kommen in den kommunalen Vertretungen, kommen wir vor, da wo wir sitzen. Ansonsten werden wir ignoriert. Versuchen Sie mal als AfD etwas zu machen zum Thema Steuerreform in Deutschland. Sie dringen nicht durch. Die können sich schwindelig schreiben. Es nützt nichts. Also vielleicht liegt es nicht nur an meinem fehlenden Profil. Vielleicht kann ich da auch noch kurz nur zu sagen. Aber nur ganz kurz. Ganz kurz. Die Pressemitteilung von den fachpolitischen Sprechern, dafür haben wir die ja. Also das Ziel ist ja, Themen ein Gesicht zu geben. Denn der Wähler assoziiert ja viele Dinge eben entsprechend auch mit Köpfen. Und dafür haben wir ja unsere fachpolitischen Sprecher und dafür heißt es auf der NRW-Homepage ja auch eben Köpfe für Ideen. Und die schreibt schon. Also einige mehr, andere ein bisschen weniger, aber die werden natürlich jetzt demnächst auch noch explizit mehr angehalten, da ein bisschen mehr aus sich rauszugehen. Wir veröffentlichen das auf der Homepage, da gibt es eine eigene Rubrik Pressemeldung, da finden Sie das auch wieder. Unter Aktuelles taucht das auch alles auf. Und den großen Pferdefuß, den wir schlicht und ergreifend haben, ist es endet bei irgendeinem Chefredakteur in der Ablage B. Und da müssen wir halt jetzt eben einfach schauen, dass wir mehr Öffentlichkeitswirksamkeit erzielen, indem wir vielleicht solche Veranstaltungen machen. Wir müssen auch so gehen, durchs Land, in die Kommunen, mit den fachpolitischen Sprechern, mit den Leitern der LFAs. Ich selber komme aus dem Landkreis Steinfurt, das ist ja ganz weit oben. Ich weiß, wir werden dort oben vor 5 Leuten sitzen und im schlimmsten Fall sind es 5 eigene Leute. Aber da werden wir nicht drum herum kommen. Das wird unsere Aufgabe sein in den nächsten 1,5 Jahren, bis dann halt eben die Wahlen irgendwann vor der Tür stehen. Und das werden wir gebetsmühlenartig machen müssen. Mit einem irrsinnigen persönlichen Aufwand der Leute, die sich da engagieren. Aber nur so werden wir letzten Endes die Aufmerksamkeit erzeugen. Wir hatten uns eben darauf geeinigt, dass das die letzten Wortmeldungen waren, auch einigen im Landesvorstand noch was auf der Zunge. Ich hoffe, dass ich nicht bescheinigt werde, wenn ich das abwürge. Aber ich denke, es war heute Abend eine ausgesprochen konstruktive Veranstaltung, wie die erste Veranstaltung, die wir hier in diesem Rahmen durchgeführt haben, auch. Und ich kann Sie alle, die teilgenommen haben, eigentlich nur bitten, was draus zu machen dahingehend, dass Sie das nach außen tragen, dass Sie das auch an die Zweifler in unserer Partei, an die herantragen und denen sagen, Leute, wärt ihr mal gekommen, man kann innerhalb der AfD vernünftig argumentieren, man kann vernünftig diskutieren, es macht Spaß, zusammen Politik zu machen, macht es bitte zusammen mit uns. Wenn Sie diese Botschaft an Ihre Leute in Ihren Kreisverbänden rausgeben, ich glaube, dann hat der Abend heute Abend Sinn gemacht. Ich darf mich bei Ihnen allen fürs Kommen bedanken. Ich darf mich auch bei Herrn Tratzell beispielsweise bedanken, der extra aus Brüssel angereist ist, Mario Mirov aus Münster. Bis der also zu Hause ist, kann er auch allmählich wieder aufstehen, um morgen seinen Beruf nachzugehen. Das ist bei vielen von uns so. Ich darf mich ganz herzlich bedanken und freue mich aufs nächste Mal. Tschüss.